Haha, es wird einfach nicht langweilig in Lego City. Ich bin nochmal mit Chase McCain unterwegs und möchte euch noch ein paar Fahrzeuge und Reittiere zeigen, die man hier benutzen kann. In dem Spiel Lego City Undercover wird einfach sehr viel an Umgebungen benutzt, was es auch an Lego gibt. Also hier zum Beispiel die Farm, es gibt aber auch die Raumstation, Polizei- und Feuerwehrstation und vieles andere. Aber guckt selbst, ein paar Szenen habe ich noch für euch. Guten Tag, Sir. Oh, endlich! Du musst meine Schweine finden. Und deshalb bin ich Polizist geworden. Es sind Bergschweine! Unglaublich seltene Sorte! Ich werde noch bekloppt vor Sorge! Du musst wie ein Farmer aussehen oder sie hauen ab. Ich habe eine Latzhose und einen Hut, die ich nicht mehr brauche. Super, danke. Hab die Sachen zuletzt beim Ausmisten getragen. Oh. Tja, die stanken so sehr, dass ich sie weggeschlossen habe. Und dann habe ich den Schlüssel sicherheitshalber in einem Feld vergraben. Ist klar. Und jetzt sind sie verflucht. Nimm einen alten Trecker, um das Feld nach dem Schlüssel umzupflügen. Reparieren müsste man den aber mal. Müsste er werden. Wenn ich nur wüsste, wo ich die Kanne gelassen habe, müsste meine Fußabdrücke zurückverfolgen, um rauszufinden, wo das Öl ist. Ich glaube, ich habe es beim letzten Mal schon erwähnt. Diese versteckten Spuren, die findet ihr mit Hilfe des Wii U Gamepad. Das schwenkt ihr einfach vor euch her und macht dadurch diese Spuren sichtbar. Das funktioniert super. Ja, ist gut umgesetzt. Wie überhaupt alles in Lego City. Also von technischer Seite gibt es da überhaupt nichts zu meckern. Ich weiß auch, dass ich hier keinen Shooter mit jede Menge Blut und Action spiele, sondern dass es mehr kind- und familiengerecht ist, dieses Spiel Lego City Undercover. Aber auch sowas hat ja seine Daseinsberechtigung und ich finde es toll. Der Schlüssel ist in dem Feld da drüben. Achtet hier auch mal darauf, wie der Trecker schwankt und wackelt und man diese Federung bemerkt, dass man wirklich eine Landmaschine fährt. Auch da, auf solche Kleinigkeiten wurde geachtet und, naja, machen das Spiel einfach nur toll und großartig. Wie es mir geht? Anstatt Fury zu schnappen, suche ich nach einem Schlüssel, der mich zu stinkenden Latzhosen führt. Und das mache ich, damit ich ein paar entlaufende Schweine zusammentreiben kann. Oh, dann ist ja alles okay. Alles klar, danke, Ellie. Chase hat hier gerade übrigens kein Selbstgespräch geführt. Wir haben einen Anruf bekommen. Anrufe gehen in unseren Kommunikator ein. Das ist das Wii U Gamepad. So eine Art Bildtelefon hat man dann. Und dann kommt der Ton natürlich auch aus dem Wii U Gamepad. Und deshalb könnt ihr jetzt im Moment nur hören, was Chase geantwortet hat. Thank you.
Okay, Hühner fangen geht also nicht. Und wie ihr eben gesehen habt, stehen überfahrene Personen auch einfach wieder auf. Also hier tötet man wirklich niemanden. Ja, in dem ersten Teil meines Gameplays habe ich das schon erzählt. Man kann verschiedene Aufgaben einfach nur lösen, wenn man die entsprechende Kleidung dafür hat. Also wenn ich keine Einbrecherverkleidung habe, dann kann ich auch kein Stemmeisen benutzen und Türen aufbrechen. Und wenn ich jetzt diese Farmerverkleidung noch nicht hätte, dann könnte ich halt auch keine Pflanzen wachsen lassen. Klingt logisch. Und ist, glaube ich, aus den meisten Lego-Spielen auch bekannt. Riechen also wer schon mal so ein Lego-Spiel schlimm. Auf einer der anderen Konsolen gespielt doch. Hat, jetzt riech ich's. Dem sollte das nicht fremd sein. Ich sollte die Schweine möglichst schnell finden. Diese Maschine. La la la, kann sie nicht hören. La 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 la, immer noch nicht. La la la, ich höre nicht zu. Ich höre nicht zu. La 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 la, sind Sie fertig? Wieso haben Sie beim Ausmisten der Schweine einen besonderen Hut auf? Du hast sie ja gesehen. Sie klettern gerne, verstehst du? Wenn du Schweine in den Dachsparren sehen würdest, hättest du auch einen Hut. Wo ist mein Auto? Hier werden wir unser Wii U Gamepad jetzt als Scanner benutzen. Damit kann ich die verborgenen Schweine finden. Damit habe ich aber auch schon Verbrecher gefangen oder Gespräche zwischen Verbrechern belauscht. Ist also auch ganz cool gemacht. Nicht so einfach zu finden, wie? Betsy liebt es, Unfug zu treiben.
Ja, wie ihr seht, könnt ihr nicht nur Fahrzeuge mit 4 Rädern fahren. Übrigens gibt es auch 2 Räder, also Motorräder gibt es auch in Lego City Undercover. Ihr könnt aber auch Wasserfahrzeuge bewegen. Dazu gehören Boote, dazu gehört aber auch eine Luftmatratze, mit der ihr durch die Kanalisation paddelt und ähnliches. Und, soweit bin ich aber noch nicht, angeblich kann man später auch Hubschrauber fliegen und ähnliches. Also wesentlich mehr Fahrzeuge, als man das aus der GTA-Reihe gewohnt ist. Ich find's cool. Die gibt's auch in verschiedenen Geschwindigkeiten, diese Fahrzeuge. Also auch die Autos aus meinem ersten Gameplay. Da habe ich nur relativ langsame Fahrzeuge gezeigt. Es gibt auch richtige Sportwagen, wo man dann auch wirklich ein bisschen rasanter unterwegs ist. Getan. Fahre gerade zur Apollo-Insel. Keine Ahnung, aber diese Sache scheint wichtig zu sein. Ich hoffe auf eine richtige Spur. Eine dicke, fette Spur. Wir hören uns. Jetzt dringen wir in die Raum- und Forschungsstation von Lego City ein. Ja, Sir. Und auch da gibt es wieder ein paar coole Fahrzeuge, die man bewegen kann. Ja, und ihr seht, ein weiteres Themengebiet aus dem Lego-Sortiment ist hier verbaut worden. Wäre super gewesen. Vielleicht finde ich sogar einen Raumanzug. Das wäre so cool. Alle Techniker bitte an der Shuttle-Rampe melden. Wow! Mann, es hieß doch nur ein kleiner Schritt. Perfekt. Während die Techniker am Shuttle arbeiten, schnappe ich mir den Mondbuggy, denn der ist... irgendwo in der Nähe von da. In der Mitte des Shuttles. Natürlich haben wir unseren Raumanzug gefunden und erleben noch eine ganze Menge Kopfnüsse in dieser Raumstation. Aber mein Video geht damit mal wieder zu Ende. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß.